Beim letzten Mal sind wir vom vergessenen Tempel aus ins Ornidorf gegangen und haben dort Theba und seine Familie wiedergesehen. Mit Thebas und Tulin machen wir uns jetzt auf den Weg in den Wirbelsturm, wo uns scheinbar etwas Großes erwarten wird. Lass dir keine Zeit verlieren, wir springen jetzt direkt hier drauf. Und es kommt. Jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Okay, ich dachte, wir werden direkt hoch in den Wirbelsturm geschossen, aber anscheinend nicht. Wir müssen doch erst noch hier hochklettern. Kann man aber machen. Ist so viel zu groß, wirklich. Einfach mal ein Schild dran basteln, oder? Da vorne haben wir wieder so ein Riesenkonstrukt. Geht hier? Ist so hoch, okay. Ah, ist auch zu hoch, Mann. Nee, die Kisten kann ich rüber bewegen, oder? Ich denke mal, die Kisten kann ich... Ja, okay. So, dann einmal kurz hier hoch. Und jetzt von hier aus Deckensprung, richtig? Ja. Easy. Ja, und wo jetzt hin? Bruder, ich bin so überfragt einfach. Wo geht's hin? Verdammt, Alter, es ist so komplex, hier voranzukommen, wirklich jetzt mal. Ich meine, ich könnte es mit Rakete wieder machen. Scheiße, ich mach's, glaube ich, mit Rakete einfach. Danke. Beides ganz gut fusioniert, würde ich sagen. Okay, machen wir erstmal den Boss hier unten. Machen wir erstmal den Bree hier unten, würde ich sagen, oder? Okay, what the fuck, danke. Danke, Bro, das machst du voll gut. Wunderbar. Ich habe ihn, glaube ich, auch noch nicht ganz verstanden. Hallo. Wie geil. Das ist echt so cool, Mann. Das ist ein richtig cooler Boss, wirklich. Krieg ich ihn down? Ich glaube noch nicht ganz, ne? Doch. Let's go. Ja, so schwer ist er nicht, aber macht Spaß. Und ich kenne halt noch lange nicht alle Angriffsmuster. Das macht's halt ziemlich cool. Ja, plus 10. Eine 17er Lanze. Ey, wie das aussieht, ne? Das sieht richtig cool aus, wirklich. Ich bin auch gespannt, ob es Kilten wieder gibt. Ich hoffe eigentlich. Ich bete, dass der legendäre Scherzhammer back ist. Auf jeden Fall, Alter. Ich meine, das Dunkelgewand haben wir ja schon gesehen. Das Dunkelgewand kann man für Irrlichter kaufen. So, dann müssen wir es wahrscheinlich hier hoch, ne? Okay, warte mal. Hier Donnerblume, würde ich sagen, oder? Ja, oder ist hier ein Schiff? Da ist ein Schiff durchgefallen, Digga. Wilde Sache, okay. Das hier sieht schon relativ gut aus. Oh je. Genau, greif ihn mal an. Dankeschön. Ist hier noch einer? Ah, da ist noch einer. Lol. Nein, das hast du. Junge, du verschießt meinen Loot. Tulin, hör auf damit. Das ist mein Loot. Ich will den haben. Sehr schön. Okay. Oh mein Gott, das wird wichtig sein. Geist, das wird wichtig sein. Da bin ich mir sehr sicher. Pass auf. Alles klar, Digga. Okay. Okay, aber ich glaube, wir haben es gleich geschafft, ne? Es sieht gerade aus, als ob wir es gleich geschafft hätten. Ja, Guys, ich glaube, hier passiert gleich was Spannendes. Das sieht mir gerade sehr interessant aus. Was passiert eigentlich, wenn ich einen Dive-Sprung hier drauf mache? Oh mein Gott, das hat ja toll funktioniert. Das sieht irgendwie final aus. Nee, auch noch nicht. Es sah kurz final aus, aber irgendwie auch nicht. Okay, wir haben ein paar Forellen, aber man kann hier anscheinend kochen. Wahrscheinlich sollen wir hier auch kochen, ne? Interessant. Lass mal irgendwas kochen. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, denke ich. Als erstes würde ich gerne mal testen, was passiert. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, was wir gerade machen, aber ist egal. Wenn wir in Sonnenfleckchen kochen. Weil ich meine, das gibt ja diesen Effekt. Ah ja, genau, okay. Plus 3 kaputte Miasma-Herzen. Das soll Wildgemüse. Soll übrigens ist ja Spanisch unter anderem für Sonne. Also wahrscheinlich hat es mit Sonne zu tun, weil ne, Miasma ist ja quasi so. Oder in der Dunkelheit gibt es ja keine Sonne einfach. Ich denke mal, damit hat das zu tun. Was passiert mit Düsterwürmchen? Ist wahrscheinlich Medizin, ne? Leuchtmedizin, okay. Wir leuchten für 6 Minuten 20. Wir leuchten. Alles klar, wir leuchten. Was passiert, wenn ich eine Wasserfrucht koche? Agil-Kochobst. Das hatten wir sogar schon mal, glaube ich, gesehen irgendwo. Funkelfrucht. Funkelt ist nicht leuchten, oder? Passiert gar nichts einfach, okay. Qualmerlings, einfach normaler Pilz nach dem Kochen wahrscheinlich, ne? Oh, Klammerechse, was passiert damit? Oh, das ist vielleicht fürs Klettern, kann das sein? Rutschreduktion, oh mein Gott. Nintendo, ich liebe euch, danke. Bewirkt, dass du auf nassen Oberflächen nicht abrutschst, Donnerblume. Was passiert bei einer Donnerblume? Es explodiert jetzt einfach so beim Kochen, Junge. Okay. Schade. Also witzig gewesen, wenn es einfach beim Kochen explodiert so, oder? Aber der Kochtopf explodiert so. Das wäre ziemlich witzig gewesen. Aber ich glaube trotzdem, wir haben es bald geschafft, ne? Oh mein Gott, ja, wir haben es offensichtlich bald geschafft. Es wird hier gerade ein bisschen ernst, Trick. Was ist da gerade passiert? Was war da gerade, Dicker? Stopp, was war das denn bitte? Der schmeißt einfach Bomben. Digga, der hat einfach Bomben. Das ist unfair. Ich habe keine Bomben. Okay, ich habe doch Bomben. Zeitbomben. Oh mein Gott, Zeitbombenkeule. Aber es sieht irgendwie sehr riskant aus. Ich hab's irgendwie überlebt, also passt schon. Aber hier sind wir jetzt wirklich da, oder? Ich glaube, hier müssen wir da sein. Okay, wir müssen uns was bauen anscheinend. Das hier erstmal an das dran, okay? Wir machen den in die Mitte, den Bree. Dann brauchen wir noch einen Flammenwerfer. Auf geht's. Also zu anspruchsvoll ist es bisher noch nicht auf jeden Fall mit dem Bauen. Aber ich glaube, wir können in Zukunft noch richtig geilen Scheiß machen. Wir haben immer noch so wenig vom Spiel gesehen wahrscheinlich. Deswegen bleibe ich da mal ganz entspannt. Jetzt langsam wird's wirklich ernst. Wir sind gleich echt da. Und eigentlich sind wir schon auf der Höhe vom Wirbelsturm fast. Es ist halt so cool, einfach nichts davon zu wissen. So gar keine Ahnung zu haben, was jetzt hier abgehen wird. Aber mal sehen. Die Musik auch echt. Die Musik baut sogar so krass Stimmung auf, wirklich. Ja, hier bin ich richtig. Oh mein, hier ist extrem kalt. Was soll ich denn jetzt machen, hä? Ja, Bro, was soll ich dagegen tun? Oder kriege ich jetzt hier eine noch kältere Hose oder so ein Scheiß? Okay, Zeitbomben, nice. Warum brauche ich denn jetzt die Zeitbomben auf einmal? Wahrscheinlich muss ich doch hier rüber. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was ist hier runter? Oh mein Gott, Digga. Das ging sehr hoch tatsächlich. Ja, aber jetzt habe ich ein Problem, weil hier ist sehr, sehr kalt. Die Luft ist richtig eiskalt. Ja, kriege ich was von dir? Schütze dich, sonst erfrierst du.
Ja, Bro, was, ja, was soll ich machen, hä? Danke für den Tipp, aber was, hä? Ich habe keine Idee. Hab ich doppelten Kälteschutz? Doch, ich habe doppelten Kälteschutz. Oh mein Gott. Ich habe doppelten Kälteschutz, sehr schön. Und ich glaube, falls man keinen haben sollte, ist in dem Schrein wahrscheinlich hier noch was. Wir machen schnell den Schrein. Wir machen den Schrein nicht. Wir machen den Schrein nicht. Wir aktivieren den Schrein, aber wir gehen nicht rein, okay? Weil wir müssen die Zeit nutzen. Wir müssen die 8 Minuten gut nutzen, okay? In der Hoffnung, dass wir das nicht länger brauchen, den doppelten Kälteschutz. Ich weiß aber nicht. Ist das hoch hier? Jetzt wird's richtig wild. Jetzt gerade wird's richtig wild hier. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht Set kaufen müssen. Ich war halt pleite. Ich bin immer noch pleite. So, das ist das Problem. Junge, es geht immer höher einfach. Das ist so cool, so weit in die Höhe zu gehen, Alter. Ich weiß ja nicht mehr, ob es Dungeon gibt. Ich habe schon viel davon gehört so, und ich glaube ja am Ende, aber ich weiß nicht mal genau, wie die aussehen oder irgendwas darüber so. Wie hoch das auch geht, ne? Junge, wir sind bei 2000 Höhenmetern. Das ist höher als die vergessene Himmelsinsel. Nur so als Einordnung, die war 1500 Meter hoch. Geist, das schaut sehr gut aus, wo wir hier sind. Let's go! Was kommt jetzt? Junge, was kommt jetzt? Okay. Ach du Scheiße. Oh, lol. Ja, über einem Wirbelsturm ist es still tatsächlich. Ey, wie cool. Auf einmal ganzes Lichtverhältnis verändert. Einfach alles anders irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt müssen wir echt in den Wirbelsturm reinspringen, oder was? Oh, wie still ist das? Hört ihr das? Man sagt es ja auch immer, dass es im Auge des Sturms komplett still ist so. Das sieht so hübsch aus. Guys. Windtempel. Wir haben echt Tempel einfach. Oh mein Gott, Junge. Alter, ist das schön. Oh, freue ich mich gerade wirklich. Wie die das auch ankündigen, ne? Viel, viel epischer als die Titanen. Und der Weg dahin hat so lange, also der Weg dahin hat ja so lang gedauert. Die Himmelseiche aus dem Kinderlied. Einfach aus einem Lied, okay? Oh. Da ist Zelda. Hallo, Zelda. Junge, warte doch hier. Lauf doch nicht weg. Digga, lauf doch nicht weg. Mach doch nicht so. Jetzt haben wir echt... Wir haben eine neue Karte. Oh mein Gott, ist das schön. Ist das schön einfach. Das ist ja mal so cool. Und es gibt... Oh mein Gott, wie in einem alten Zelda einfach. Mit mehreren Etagen wirklich so. Und du kannst für jedes wahrscheinlich eine Karte finden, ne? Wobei, wir haben die Karte einfach schon. Wow. Oh mein Gott, ist das cool. Keine scheiß Titanen. Viel, viel cooler, ey. Okay, was geht jetzt ab? Okay. Ich muss alle 7, glaube ich, waren es, ne? Alle 7 Zahnräder quasi zum Drehen bringen. Geliebter Nachfahre. Ja. Die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. 5, okay. Also 6 Stück sind es insgesamt. Ja, ja, okay, okay, I see. Oh, das ist Revali, oder? Ich weiß nicht, ob wir es jemals wissen werden, ob das Revali ist, aber ich glaube schon. Ich finde, die Stimme klang schon sehr wie Revali. Wollen wir mal gucken. Tulin ist ein absoluter Chat, wirklich jetzt mal. Ich kann das nicht bewegen. Kannst du mir nicht erzählen? Das muss ich bewegen können. Ah, wahrscheinlich. Ja, okay. Ich brauche einen Hebel. Kann ich das abmachen? Nee, kann ich nicht, ne? Aber ich kann wahrscheinlich einen Eiszapfen nehmen. Oh, jetzt ist doch extrem kalt. Ich habe ein Problem. Da muss ich, glaube ich, wirklich den Dungeon verlassen und muss mir erst Orni-Rüstung besorgen. Oh, wie nervig. Orni-Gewand, genau. Dankeschön. Und direkt anziehen. Jetzt habe ich doppelten Kälteschutz. Ja, sehr schön. Ich wollte den Eiszapfen hier dran machen, genau. Wir nehmen den Eiszapfen und kleben den hier dran, ja. Genau, und jetzt können wir das Ding drehen. Die Hebelwirkung. So, und jetzt wahrscheinlich können wir hier drin den ersten Regler umsetzen, umschieben oder was auch immer. Sieht fast aus wie ein Windrädchen. Ich sehe den Wink mit dem Zaunpfahl, okay. Komm her. Ja. Let's go. Okay, okay, I see. Das ist so viel besser als die Titanen. Ich würde auch sagen, ja. Ich habe mich damals nicht mal beschwert, weil ich mir dachte, ja komm, irgendein Tod musste sterben. Du kannst nicht alles haben. So ein Zelda kann nicht perfekt sein. Irgendwas ist halt immer, was nicht so ist wie bei alten Zeldas. Aber auch das kriegen sie anscheinend hin. Das ist echt... Junge, was ist dieses Spiel einfach? Wirklich, aber nur mal, was hast du getan, Mann? Oh, das sieht gut aus. Ja, wird wieder umgelegt. Sehr schön. So ein Nanium-Schild. Oha. Schick, schick. Ja, wie komme ich rein? Bro, wie soll ich reinkommen? Was zur Hölle? Was zur Hölle war das? Ein Sonau-Geschütz. Wo ist ein Sonau-Geschütz, bitte? Entspannt. Cool, tatsächlich. Da vorne geht's hoch. Das sehe ich doch. Was zur Hölle? Was war das gerade, bitte? Aber gut, zielen kann es ja jetzt nicht, das Sonau-Geschütz. Also, to be honest, also so gefährlich ist es jetzt auch nicht. Was ist denn gerade passiert? Warum bin ich hier rausgefallen? Egal, wir sind da und das ist das Wichtigste. Wenn das mal nicht nach Zeitumkehr riecht, dann weiß ich auch nicht, ne? Also, das ist ja wirklich die Definition von Zeitumkehr einfach. Haben wir auch lange nicht mehr gebraucht. Zeitumkehr haben wir lange nicht mehr benutzt, wirklich. Okay, und jetzt? Ach du Scheiße. Ich schätze einfach mal Ultrahand, ja? Wahrscheinlich das hier irgendwie... Nee, ich kann es nicht bewegen. Ah, vielleicht auch nur sowas. Mach ich damit das Tor auf. Yes, let's go. Das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal wichtig auf jeden Fall. Dass der nicht zerbricht, ist eh zu wild, ne? Ja, ich check schon, okay. Ja, komm. Aha, das schaut doch richtig aus, ne? Wunderbar. Ja, ein Bombenspeer ist gut. Ein Bombenspeer finde ich gut. Den finde ich großartig. Was ist das schon wieder? Was haben wir hier? Oh, das ist ein riesiges Zahnrad. Das ist ein sehr, sehr großes Zahnrad tatsächlich. Ach doch, als Propeller. Okay, die als Propeller hier dran machen. Ja, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Da muss man erstmal drauf kommen. Die als Propeller dran machen und jetzt, Tulin, jetzt kannst du... Hä? Aber es geht nicht. Oder doch mit Ultrahand jetzt alles so zusammen quasi. Ja, wow. Okay, what the fuck, das ist übel schwer. Also das finde ich jetzt wirklich gerade ziemlich schwer. Also hier ist man mit Zeitumkehr auch noch arbeiten muss. Das ist schon nicht easy. Das ist schon ehrlich nicht easy. Let's go. Oh, das ist cool. Das macht richtig Spaß, wirklich. Die restlichen beiden befinden sich in U2. U2 sogar. Wie komme ich in U2? I mean, ich könnte es von hier versuchen irgendwo. Ja, das ist U2, alles klar. Der hat gute Waffen. Ja, danke, Tulin. Großartig. Rein da.
Was passiert, wenn die mich treffen? Oh, okay. Wie zur Hölle soll ich hier rüberkommen? Ich habe keine verdammte Ahnung. Ah, von oben komme ich rein. Okay, ich muss anscheinend doch nach oben. Als ob das die Lösung ist. Als ob ich einfach in die Mitte muss hier. Anscheinend ist das... Oh mein Gott, das wäre einfach die Lösung gewesen. Nächste Frage, wie komme ich hier rein? Ah, Moment. Das sieht tatsächlich ein bisschen nach Ultrahand aus, wenn ihr mich fragt. Der Schneile, der hat es wieder drauf. Oh, Guys, kennt ihr das hier? Also ich kenne das hier. Oh, ich bin gestorben. Okay, gut. Ich bin gestorben. Man sollte nicht in die Turbine rennen. Ich bin halt echt sau langsam gefallen. Also komm schon. Da hätte man drüber hinwegsehen können, ganz ehrlich. Digga, was mache ich denn? Sehr schön. Tulin, wir haben es geschafft. Let's go. Alle Zahnräder an. Aber was passiert jetzt? Schafft, Link. Alle sind entriegelt. Ja, Mann. Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein. Ja, aber was passiert jetzt? Was passiert, wenn dieses Tor offen ist? Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich befürchte, wir kriegen es mit einem Boss zu tun, tatsächlich. Da war anscheinend so ein Käfig drunter, mehr oder weniger. Junge. Wohin geht's? Okay. Alles okay, Tulin? Alles gut? Hat man auch schon... Oh mein Gott. Ja! Er ist das! Alter, was zur Hölle? Alter. Frostgeira? Ach du Scheiße. Alter, was? Das ist ja mal mega edel. Okay. Junge, wir haben richtige Bosskämpfe. Wie cool ist das bitte? Okay, wir müssen... Was passiert da? Ich denke mal, er ist einfach immun dagegen. Ja, okay. Ja, dachte mir fast. Hier, aber hier unten wahrscheinlich Bombenpfeil. Wie ist mit Bombenpfeil hier unten? Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut, okay. Das scheint zu funktionieren. Unter mir was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Das war tatsächlich die Trailer-Szene. Und trotzdem habe ich grandios verkackt. Großartig, wirklich. Macht normaler Schwein auch was? Ja, tatsächlich auch. Es ist voll schwer, da runterzukommen, Alter. Das ist übel schwer. Komm, treff ihn, bitte. Ja, let's go. Aber Tulin, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Dankeschön. Alter, das ist so badass, wenn er von hier unten kommt. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Okay, Halbzeit. Er sieht so gruselig. Was ist das überhaupt? Ein Drittel Krabbe, ein Drittel Spinne und ein Drittel Drache. Gruselig auf jeden Fall. Oh. Er macht einen neuen Wirbelsturm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bro, hilf mir mal raus hier. Ich komme dem nicht zu nah. Ich versuche ja schon, Bro. Ich bin wirklich bemüht. Ich bin sichtlich bemüht. Die Musik, Alter, das ist so episch. Ich komme gar nicht drauf klar, Alter. Komm schon. Let's go. Komm schon, rein da. Ja, zwei. Und noch einer. Let's go. Okay, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich, Alter. Wir haben es gleich geschafft. Oh mein Gott. Digga. Ich bin quasi in ihm. Oh mein Gott. Das ging schnell. Das ging richtig schnell dafür. Die letzten zwei Hits waren es einfach. Alter, Bruder, der ist wirklich gruselig. Was ist denn das für ein Monster? No fucking joke. Der eine Boss, cooler als alle Flüche aus BOTW. Jetzt mal ohne Spaß. Das war richtig crazy. Und der Wirbelsturm ist weg. Ah, ist das schön. Das ging aber sehr, sehr schnell jetzt. Ah, ein Herzcontainer. Den nehme ich doch gerne an. Was geht da jetzt ab? Aha, eine Träne. Wir haben unser fünftes Herz. Dankeschön. So, Tulin, was geht hier ab? Die Träne. Ja. Man sammelt doch noch irgendwie Tränen, okay? Also es sind nicht nur die Erinnerungstränen von den Drachen. Tulin, das war mein Job eigentlich, den anzufassen. Tulin, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Ja, wer ist er denn jetzt? Nicht Revali, doch? Stimme. Doch, nicht Revali. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Junge, wer ist er denn einfach? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Ornikrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Ja, du bist wahrlich mein Erbe. Der Ruhm der Orni. Das ist voll schön. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Oh, wow. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Alter. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges... Oh mein Gott, wir sehen einfach Ganondorf. Etwas abgrundtief Böses griff uns an. Alter, was? Versessen darauf, das Reich zu zerstören. Junge, er hat einfach Hörner. Der Dämonenkönig. Er hat einfach Hörner. Doch Rauch, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Warum ist Zelda da? Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Okay. Die Mysteriensteine,
geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Junge. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf, mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Junge. Das ist so epic einfach. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Hallo Zelda, du schon wieder? Es war eine der sechs Weisen, die Weise der Zeit. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Geliebter Nachbar, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Junge, das ist so epic einfach. Das ist so cool. Alles hieran ist so cool. Ich freue mich richtig auf den Final Boss. Link, das ist ja der totale Wahnsinn. Ich glaube, die werden echt mitspielen, ne? Dass ich meine Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat. Alter. Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf. Was passiert jetzt? Jetzt ist halt wirklich die Frage, kriege ich jetzt wieder eine Fähigkeit? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ich verstehe schon. Das hier ist meine tolle neue Macht! Ja? Hey, Link! Deinen Arm, bitte! Diese Flügel sind so riesig. Als Weiser des Windes schwöre ich, dir für alle Zeit beizustehen. Ja, komm, Alter. Krieg ich jetzt echt so Rivali Sturm, mehr oder weniger? Nimm nun dies! Ja. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Das ist so fucking cool einfach. Ich komme nicht drauf klar. Oh cool, einfach einer der Ringe. Das ist auch was. Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen. Okay. Verstanden? Es ist echt Rivali Sturm, aber seitwärts? Weil das wäre ein bisschen weird, oder? Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass es Rivali Sturm ist, aber halt seitwärts. Aber bringt das so viel? Aber Tulin ist richtig cool, ohne Spaß. Oho, was geht denn jetzt ab? Endlich ist mal wieder hell. Man kann irgendwas erkennen einfach. Ja, sehr schön. So kenne ich das Orni-Dorf, Mann. Schön wieder das Orni-Theme zu hören. Das ganz normale Orni-Theme einfach. Oh, er kriegt seinen Bogen, let's go. Ich frage mich echt, wie sich dieses Spiel anfühlen muss, wenn man BOTW nicht gespielt hat. Ich meine, auch dann ist es unglaublich gut so. Aber ich glaube, ich fühle es nochmal viel, viel mehr, weil ich einfach BOTW gespielt habe, weil ich die ganze Vorgeschichte kenne und so. Wir wissen echt viel zu wenig. Ja, es kommt noch so viel, Junge, es kommt noch so viel. So, und es heißt, Schwur von Tulin, Weiser des Windes, okay. Zeichne des Paktes mit Tulin, dem Weiser des Windes. Rufe damit den Geist von Tulin her oder entlasse ihn. Okay, ich muss anscheinend erstmal die Location verlassen, alles klar. Ich war gerade voll verwirrt irgendwie. Okay, hallo. Ja, ich kann jetzt um Hilfe rufen, okay? Moment. Heißt es, er kämpft einfach an meiner Seite? Was zur Hölle? Ich kann ihn jetzt jederzeit quasi zu mir spawnen lassen. Hä? Digga, was? Ist es nicht todeskrass? Hä? Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist ja mal mega krass. Okay, cooles Feature, I guess. Das ist mega krass. Besser als Wolfling in BOTW. Ja, Junge, und es ist einfach offiziell. Und du kannst einfach mit, also wahrscheinlich dann mal am Ende mit vier gleichzeitig machen. Ich meine, wie viele Finger hat Link? Fünf. Und er hat... Nee, er hat sogar fünf Ringe. Er hat sogar echt fünf Ringe. Super interessant. Ey, ich bin mindblown davon. Ich finde das ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Ja, Rivali Sturm wäre auch cool gewesen, aber andererseits, wir haben den Deckensprung und irgendwie finde ich den fast cooler. Also Tulin, du bleibst jetzt einfach hier. Du gammelst jetzt einfach weiterhin hier. Okay, sehr schön. Ich finde das zu nice, ernsthaft.